Möglicherweise zu Ende ist ein 4 Jahre langer Rechtsstreit für 3 Familien am Lussrhein in Retz. Das Berufungsgericht hat den Familien Recht gegeben, die Gemeinde Retz muss zahlen. Weil wir im Verfahren eindeutig nachweisen haben können, dass seinerzeit in dem Bereich eine Deponie vorhanden war, dass diese Deponie aus welchen Gründen immer nicht saniert worden ist und dass die Gemeinde da in mehrfacher Hinsicht eben Fehler begangen hat, die eben zu ihrer Haftung führen. Für die betroffenen Familien waren die letzten Jahre sehr belastend. Dass man gesehen hat, wie jedes Jahr die Schäden größer werden und immer größer werden. Und wir haben einfach nicht verstehen können. Wir haben schon vor 4 Jahren, im Oktober, haben wir schon vom Umweltamt im Katasterplan gehabt, dass die Gemeinde der Betreiber war. Und er hat es immer noch abgestritten. Und eigentlich habe ich mich da in den ganzen Jahren so richtig gedemütigt gefühlt. Der Retzer Bürgermeister hat immer wieder neue Gutachten und Beweise verlangt. Und wenn du nachher dort rein wohnst und du kriegst ein Fenster nicht mehr auf, das ist total verkeilt. Oder wenn du siehst, wenn du über die Stiegenau gehst, beim Staffel zur Wand suchen, das wird immer breiter und breiter und in der Decke rein, der Riss wird breiter und das hat uns so belastet. Die größte Belastung ist die Ungewissheit. Man sieht, wie sich das Haus immer weiter bewegt und weiter bewegt. Man weiß, man sollte jetzt sanieren, man muss sanieren. Und trotzdem ist ein Jahr nach dem anderen da ins Land gezogen, ohne dass eine Entscheidung herbeigeführt worden ist. Wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Am liebsten hätte man aufgegeben und gesagt, jetzt reise ich jetzt auf eigene Regie ab und baue es wieder auf. Nur, dass man halt wieder ein Rohr hat im Leben. Man will ja leben und nicht prozessieren. Das Gerichtsurteil ist auch ein Erfolg für die Arbeiterkammer Tirol, welche die 3 Familien tatkräftig unterstützt hat. Weil es notwendig ist, den Menschen da Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, nämlich im finanziellen Bereich, weil in derartigen Dingen, wie sie da abgelaufen sind in Retz, der normale Mensch, der normale Arbeitnehmer mit seinem Gehalt nicht mehr imstande ist, zu seinem Recht zu kommen, weil die Kosten natürlich so horrendend sind und damit spekulieren die anderen inzwischen unter dem Motto, denen geht sowieso finanziell die Luft aus, also das ziehen wir jetzt durch, nicht zum Nachteil natürlich der Leute. Ein letztmöglicher Einspruch der Gemeinde würde laut Fachleuten keinen Sinn machen und die Verfahrenskosten noch weiter in die Höhe treiben. Laut dem Anwalt der Gemeinde Retz wird das Geld fristgerecht überwiesen. Allerdings folgt noch eine Intervention beim Land Tirol. Wir hatten von Anfang an sehr gute Gründe, daran zu zweifeln, dass die Gemeinde zahlen muss. Aber der Rechtsstaat bedeutet, dass, wenn Urteile vorliegen, diese entsprechend zu erfüllen sind. Das werden wir machen, hoffen aber da jetzt noch auf Gespräche mit dem Land, welches wir auch in der Pflicht sehen. Und nach 10 Tagen, glaube ich, ist es Zeit, dass wir langsam wohl einen Termin bekommen. Einem sofortigen Sanierungsbeginn sollte eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Wie gesagt, die Fachfirma wird angerufen werden, die werden kommen, die werden sich das nochmal anschauen. Und dann werden sie entscheiden, ob die Sanierung noch Sinn macht, wirtschaftlich vertretbar ist, machbar ist, keine Ahnung. Und dann werden wir entweder abreißen oder wir werden dann eben die Häuser wieder unterfangen und dann in die richtige Lage wieder pumpen. Aber wir hoffen natürlich, dass alles jetzt zum Guten ausgeht.